Der ist direkt vorm Haus, glaube ich. Also je nachdem, meine Stimme kackt schon ab, wie lange wir jetzt weiterspielen, habe ich Angst, dass langsam meine Festplatte voll wird. Ich habe noch 1400 Meter. Ja, ich brunze mir gleich in die Hosen vor Angst. Lass laufen. Zeig der Welt, dass du stärker bist. Also der Typ, der muss unmittelbar in der Nähe sein. Ja, die Schüsse, die haben schon richtigen Bass bei mir. Bass. Wir brauchen Bass. So, noch 1260. Jetzt, wenn ich hier eine geeignete Stelle finde, schaue ich noch mal in deine Richtung. Kann man Treppen oder Leitern steigen, ohne dass es Töne gibt? Nee, ne? Leitern glaube ich nicht. Treppen, also wenn du läufst halt und immer nur W antippst, immer nur einmal W, dann macht er kein Schildgeräusch. Okay. Ich glaube, das war ein Revolver. Wobei, nee, doch, könnte sein. Wieso nur noch 1 Kilometer und ich kann es immer noch nicht sehen? Aber ich habe das richtige Gebäude markiert. Aber ich komme genau von der falschen Seite. Okay. Muss ja auch noch schwimmen. Und Gnade dir Gott, wenn ich jetzt beim Schwimmen abgeknallt werde. Dann werde ich nie wieder DayZ spielen. Dann warte ich jetzt auf Dingenskirchen, ne? War Z. Oder War Z soll das ja heißen. Ist wurscht. Nee, nicht wurscht. Zombie-Apokalypse und so. Die Wurst-Apokalypse. Bei jedem Mal sterben musst du ein Glas Wurstwasser austrinken. Alter, mein Autopilot funktioniert nicht. So, jetzt. Ich hol mir mal kurz Zigaretten. Bing, bing. Aufhören. Ich hab gedacht, ich überbrück die Wartezeit im Video. Ne, ich bin schon wieder da und es passiert ja was. Ich schwimme. So. So, ich bin wieder am Festland. Meiner schaut übrigens aus wie voll der Spacko mit dieser Riesenwaffe. Ich glaube, ich trage nicht die Waffe, sondern die Waffe trägt mich. Hier rennen Zombies scheiße. Jetzt, wo ich gerade sagen wollte, jetzt habe ich schon lange nichts mehr gehört. Ich glaube, ich gehe raus und mach's draußen. Peng. Ja, das war wie damals, als der Kerl gesagt hat, ich glaube, er ist weg. Und dann machst du wieder. Peng. Aber der ist immer noch direkt am Gebäude irgendwo. Ich höre auch die Zombies da draußen schreien, direkt neben mir. Bin jetzt jedenfalls fast nur noch 700 Meter weg. Ich flankiere euch jetzt ein bisschen, weil ich komme von der falschen Seite. Und dann werfe ich auch mal einen Blick auf die Geschichte. Number 8. Mich wundert es ja eh, dass ich noch lebe. Ich habe gerade knapp 5000 Kilometer zurückgelegt, zu Fuß. Kilometer? Ja, einmal um die Welt und so, ne? 5000 Meter. So, wenn ich mich jetzt da auf den Berg lege, habe ich dann eine freie Sicht. Sind von da rund 700 Meter. Ich tue mal meine Waffe schon mal zero.
Was geht ab? Erzähl. Ich höre Zombies grölen und laufen, aber ich sehe noch, also ich höre noch nichts vom Spieler. Jetzt hat er was gepult. Ein Schuss direkt in die Nähe. Oh, der hört sich sehr nah an. Der Schuss? Ja. Ah, dieser ATF Warground ist am Bunker. Das sind wohl die gegenüber von den Hangars. Lol, ich habe mir die falschen Gebäude markiert. Nach was hört sich das an? Das könnte der Sniper sein, was ich gerade gehört habe. Wo ist denn dann die Schule? Ist das die Schule? Wo würdest denn du... Hast du die Map gerade offen irgendwie? Ich habe keine Map, die liegt in meiner Leiche. Scheiße. Siehst du die Hangars? Nee, ne? Nein. Ich bin in der Schule in einem kleinen einzelnen Raum und ziel auf die Tür. Ah, Moment. Das sind diese Dreiecksgebäude. Siehst du die Dreiecksgebäude? Wo sind denn die von der Schule aus? Ich würde jetzt vorsichtig sagen, genau gegenüber. Ah, okay. Jetzt weiß ich Bescheid. Ich habe meinen Marker voll falsch gesetzt. Ich würde mal tippen, das hier. Tipp nicht, lauf! 872 Metern. Also von meinem Berg habe ich keine gute Perspektive, ich komme näher. Ich höre Schritte. Spielerschritte. Wenn du jetzt stirbst, ja. Dann spiele ich nie wieder mit dir. Ich habe einen getroffen. Der ist gerade einfach verschwunden, ausgelockt, ha? Wahrscheinlich. Ich habe mir auf jeden Fall die Beine gebrochen und der lag blutend gerade da. Jetzt wollte ich nachschießen, jetzt ist er despawned. Ja, wenn er sich einloggt, dann wird er eh ohnmächtig und verblutet dann, wenn er blutet. Also von daher hast du ihn gekillt. Ich hab ne Leiter gehört. Kann auch Zombie sein. Na, jetzt kommen auf jeden Fall die Zombies. Siehst du den Tower? Ich sehe gerade gar nichts. Okay. Ich lieg am Boden und hoffe, die Zombies ignorieren mich. Mama? So ist gut, lauf an der Tür vorbei. Ist jemand bei den Dreiecksgebäuden? Weißt du was? Dieser ATF Warground hat vorhin gemeint, er ist dort und wurde beschossen. Scheiße. Weil die wären jetzt auf einem direkten Weg. Dann tue ich mal weitläufig außen rum gehen. Ah, jetzt habe ich Zombies dabei. Noch unauffälliger geht nicht. Katze, ganz schlechter Moment gerade. Ganz schlechter Moment.
Rote Ping. Dito. Scheiße. Fuck, hier ist wieder der Zaun. Also ich bin wieder bei diesem rostigen Auto. Ah, okay. Ich versuche jetzt mal, ich gehe jetzt mal die andere Richtung. In der Hoffnung, doch noch irgendwo ein Loch in diesem Scheißzaun zu finden. Rote Ping weg. Was geht bei dir ab? Als Feedback? Ich höre nur noch Zombies. Ich bin gerade am überlegen, ob ich rausgehe. Ja, ich wollte gerade sagen, trau dich. Oh, hier ist der Zaun kaputt. Yay! Also ich nähere mich jetzt diesen Dreiecksdingern. Und ich wette, ich werde es wieder bereuen. Nur noch 350 Meter bis zu dir. Alter, ich finde die Schule nicht. Ich habe mir irgendwie ein falsches Gebäude gemacht. Ah, da hinten ist glaube ich die Schule. Die Schule ist zwischen beiden Hangar. Welchen Hangar? Zwischen beiden. Zwischen denen, wo sie sich anschauen und die, wo direkt nebeneinander stehen. Ah, okay, ich blick von der Seite genau auf die Schule drauf. Siehst du irgendwas? Kann ich raus aufs Dach? Ich habe noch keine Position gefunden, warte. Bin noch am Rumrennen wie ein Bescheuerten. Also die Zombies außen laufen auf jeden Fall alle normal. Die Kuh, die frisst hier Gras auf dem Airfield. Die Baracken überblicke ich alle durchs Fenster. Da ist auch alles normal. Hinterm Hangar auch alles normal. Scheiße, Mann, ich will mir die Schule markieren, aber ich finde die jetzt nicht. Also hier habe ich jedenfalls keinen gescheiten Blick auf die Schule. Wenn du Deckung brauchst, musst du noch einen Moment warten. Wieso rennen hier oben Zombies rum? Ich habe hier zwar eine Leiche, ich kann sie aber nicht anvisieren. Und der blutet aus dem Ellenbogen, aus der Fußsohle und aus dem Bauchnabel. Alter, ich krieg hier keinen vernünftigen Blick auf das scheiß Schulding. Jetzt. Da draußen rennt einer. Der kommt zur Schule. Ne, er rennt Richtung Tower. Ah, ne, er leckt. Scheiße. Doch, der geht in die Schule. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Das ist die Mauer. Aber er ist auf jeden Fall in Richtung Schule. Hörst du ihn? Nein. Ich höre einen Hubschrauber. Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Er hat eine Silence-Waffe. Keine Ahnung. Ich habe ihn gerade gehört, deswegen.
treffe die Schule nicht mehr markieren. Hier? Nee. Da. What the fuck? Denke ich jetzt voll falsch? Nee, noch weiter. Ach da. Wieder nicht. Da. Jawohl. Also ich habe die Schule im Blick. Aber halt die untere Geschoss nicht. Nur wenn jemand rausgeht auf die Dächer, dann sehe ich ihn. Ich liege im ersten Stock dort, wo du gestorben bist. Wenn du die erste Treppe hochgehst, gleich rechts um das Eck. Ja, das ist die falsche Seite. Da habe ich keinen Zugriff. Ich höre Schritte. Nur deine Fliegen vom Körper sind so, vom Kadaver sind so laut. Oh ja. Da kommt er. Es hört sich so an, als ob er gleich hochkommt. Wenn er rauskommt, ist er tot. Ich höre Spielerschritte auf jeden Fall. Es hört sich gerade an, als ob sie links von mir sind, als ob sie draußen sind. Ja. Ja, unten kann ich halt nicht sehen, da ist die Mauer. Ah, der... Ne, das ist ein Zombie. Zombie rennt. Ah, der ist gegangen. Ja? Ja. Der läuft übertrieben langsam. Wahrscheinlich leckt der brutal. Der ist Richtung Hangar. Tower. Kann ich da durch die Scheiben schießen? Ich tendiere zu ja. Ich hoffe es, weil ich schieß gleich auf ihn. Warum? Er hat den jetzt getan. Ich hätte ihn, glaube ich, jetzt auch abschießen können. Warum habe ich es nicht gemacht? Verdammt! Wie genau zielt meine Waffe? Kann man die zeroen? Nein. Dann müsste sie auf 300 Meter genau schießen, also glaube ich. So, der Typ hat gerade geschossen, da qualmt es gerade an der Tür. So, jetzt ist er gerade raus. Ja, der leckt wie Drecksau, der ja. Hüpft. In welche Richtung geht der? Zweite Baracke links neben okay, dem. Die sehe ich nicht. Hangar. Der müsste in den Hangar reingehen, damit ich ihn krieg. Nee. Jetzt campen wir hier beide, oder was? Schüsse? Gehört? Nicht auf. Ja, aber nicht auf mich. Wo rennen die Zombies hin? Warte. Da rennt. Ich verfolge den Zombie. Der rennt zu die Baracken. Und jetzt läuft er wieder ganz gemütlich. Der Kerl, der da schießt, hat auf jeden Fall eine Shotgun. Das ist keine Schallgedämpfte, was du da hörst. Nee, das war vorhin eine. Achso. Hast du dich gerade bewegt? Innen drin, ja. Ah ja, ich sehe dich. Echt? Ja, könnte ich jetzt abknallen. Ah, nee, lass mal. Oh oh. Das war eine AK. Eine AKM wahrscheinlich sogar. Was bist du? Nein. Oh fuck. Ich bin tot. Warum? Genau hinter mir hat's. Mit dem Crossbow wurde ich abgeschossen. Ich lebe sogar Nein. noch, aber ich bin ohnmächtig. Hinter mir kam er an, hat sich hingelegt. Erwisch ich dich? Zu spät, ich bin schon tot. Okay, sprich, ich muss in Deckung gehen. Ach du Scheiße.
Ich hab mich zu sicher gefühlt. Meine geile Scheiße. Alles weg. Und es ist zu rechnen, damit der sich da jetzt hinlegen wird. Alter, mit dem Crossbow killt er mich. Ich denke, wir machen langsam Feierabend, ja, oder? Ja. Dann gehe ich mal kurz Risiko. Ja. Dies ging fix. Bist du tot? Ich wurde angeschossen, bin jetzt ohnmächtig und habe gebrochene Beine. Es war auf jeden Fall irgendetwas Leises, weil es hat nicht gepengt. Ja, da war das meine Waffe jetzt, weil der war da, der ist so weit weg, den hast du wahrscheinlich gehört. Hast du mein Morphin in meinem Rucksack gelassen? Nee. Das hätte ich jetzt gebraucht. Wie viel Leben hast du noch? 8300 noch irgendwas, aber ich habe halt gebrochene Beine. Ich mach mal einen kurzen Cut, bis du tot bist. So, liebe Leute, Bluki ist nicht gestorben. Er hat noch Morphin gefunden und ist jetzt auf dem Weg nach Chupinka. Und dann hoffe ich, dass ich dort dann irgendwann wieder spawn und dann treffen wir uns dort. Na, geht's wieder vor. Hey, da rennt unbewaffneter Spieler, warte mal. Töten, töten, töten. Hast du Rains gekillt? War. Ja. Rains was killed. Okay. Jetzt habe ich den Faden verloren. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss! Tschüss! Wir singen!